Begrüßt ihr lieben Zuschauer in der Version 2.6.3 von Odyssey im Auftrag des Königs. Auch hier müssen wir wieder zurück zu Sean. Ich hoffe, ich gehe hier richtig des richtigen Weges hin. Nein, das ist wieder falsch. Ja, es ist wieder dunkel. Sodele, dann geht's hier hoch. Und Sean ist nicht hier. Doch, da ist er doch. Oh, was soll's. Denn, bevor ich ihn anspreche, kapitulieren wir noch einmal. Und zwar die Gruft der Paladine. No, das war ein Artefakt. Der Seelenstein ist nicht da. Der wurde nach Varant gebracht. Und jetzt berichte ich mal Erstattung. Nein, erstatte ich Berichtung zu Sean. Okay, also los geht's. Hey. Ich kam zu spät, okay. Ich kam zu spät. Der Seelenstein ist fort. Die Assassinen haben ihn bereits. Bei Innos, dann sind wir in großer Gefahr. Was können wir tun? Leider nicht viel. Sie werden ihn wahrscheinlich nach Varant bringen, aber wohin nur? Bevor wir nichts Näheres wissen, können wir leider nichts tun. Okay, Schauen wir mal. Zugang zum Gefängnis. Aha, erfüllte Mission. Die Gruft der Paladine ist sozusagen geschlossen. Können wir nichts Näheres tun. Aber es gab doch noch ein Zwischending. Und zwar die Sternwarte. Ich habe Sean mitgeteilt, dass der Seelenstein, den ich ihm aus der Gruft der Paladine holen sollte, bereits fort ist. Wahrscheinlich ist er schon auf dem Weg nach Varant. Bevor wir nichts Näheres wissen können, können wir leider nichts tun. Okay. Ich sollte daher die Ohren offen halten und sobald ich etwas über die Absichten der Schwarzmagier erfahren habe, zu Sean zurückkehren. Auf jeden Fall sollte ich ihn nochmal aufsuchen, bevor ich Corinnes verlasse. Oh, das müssen wir im Hinterkopf behalten. Das müssen wir echt im Hinterkopf behalten. Ja, dann gehen wir wieder runter und gucken mal, wo habe ich denn eigentlich Dandolo hingeschickt? Mein Gott, ist das wieder lange her, dass ich das weiß. Ist denn Dandolo vor der Tür stehend? Oder nicht? Wo habe ich ihn denn hingeschickt? Er ist nicht vor der Tür stehend. Ich weiß nicht, wo er ist. Shit. Ja, ich werde doch tatsächlich mal was machen und zwar werde ich mich mal auf Onas Hof begeben. Gucken, ist der noch hier auf meiner Schnelltastatur drauf? Milizlager, okay. Nee, da wollte ich nicht hin. Onas Hof, Steinkreis im Ritualwald, Norden. Nee, muss ich neu setzen. Sorry Leute, ich muss eben neu setzen. Und Zvariko, Onas Hof. Zum Großbauern, da ist er. Jupp, und weiter geht's. Nee, du sollst... Ach, der hat jetzt meine Fackel hier runtergefallen lassen. Meine Fresse. Ach, da muss ich die mal eben wieder einstecken, die Fackel. So was Beklopptes jetzt aber auch. So, fertig, aus. Null. Großbauer, flutsch. Ach ja, immer so die Anfangsschwierigkeiten. Dann werden wir auch jetzt erstmal eine Runde schlafen, damit wir hier wieder hell haben. Wir können ja hier linker Hand in dieser großen Tenne oder in dem Kotten schlafen. Der Westfale sagt auch Kotten. Wenn hier noch was frei ist, es ist was frei. Verdammt, was ist los? Da fluchen die so laut. Das höre ich zum ersten Mal. So. Denn vielleicht finden wir ja für Homer einen Unterschlupf, so wie das hier steht. Ne, da steht nämlich mal versuchen. Mal sehen, ob ich einen finden kann. Ich könnte es ja mal auf Onas Hof versuchen. Dann versuche ich mal die Leute anzusprechen. Erstmal gucken. Guna zum Beispiel. Ich weiß es natürlich nicht, wen ich ansprechen soll. Deswegen muss ich hier wieder versuchen. Bardos. Kopf hoch. Ja, okay, Kopf hoch. Kopf hoch, besser als Kopf ab. So, seltener Rott. Warte mal. Wie geht's, Kinderspiel? Nö. Sentenza, alles in Ordnung? Ende. Raoul. Hey. Nee, das ist einer, der ganz blöd ist, mir blöde Antworten gibt.
Hodges vielleicht? Nein? Unterschlupf. Wer könnte denn jetzt der wichtige Mann sein, den ich fragen könnte für Unterschlupfgeschichten? Oder eine Frau vielleicht? Ja, ich bin bei Khaled angelangt, der mir diese Option gegeben hat. Könnt ihr noch einen Mann gebrauchen? Was für eine Frage. Klar können wir noch einen Mann gebrauchen. Auch einen ehemaligen Sträfling? Damit habe ich grundsätzlich kein Problem. Wie heißt denn der Mann? Homer. Er kommt aus dem Minental und... Wie? Du hast unseren alten Kumpel Homer gefunden? Mann, wir dachten schon, dass ihn die Orks erwischt hätten. Der alte Homer lebt also tatsächlich noch. Wo steckt er denn jetzt? Ich habe ihn in einer Kneipe in Korinnes gefunden. In Korinnes? Da sollte er allerdings so bald wie möglich weg. Irgendwann wird es dort zum Kampf kommen. Dasselbe dachte ich auch. Er kann also bei euch unterkommen? Na klar kann er. Jederzeit. Einen alten Kumpel wie Homer lasse ich nicht im Stich. Ja, danke dir, Khaled. Einen alten Kumpel erkennt ihn. Das ist gut. Ja, was ist dann? Dann haben wir ja Homer nochmal. Khaled ist bereit. Genau, richtig. Da ich dann sowieso noch nach Korinnes muss, werde ich dann wohl mich dorthin begeben. Jo. Erstmal speichern. Dann werden wir mal einen Sprung machen. Zur Taverne. Und jetzt erinnere ich mich an einen Kommentar von Tares aus jüngst vergangenen Zeiten. Wegen Babos Kräuterbuch. Der Tares war so freundlich und hat mir kommentiert, dass außer einem Feldknöterich, nein, das hat er nicht kommentiert, dass irgendwie beim Friedhof hier ein bisschen weiter links ein Weg nach oben führt. Moment. Links hinterm Friedhof? Oder ich muss das selber nochmal gucken. Nee, da war doch... Nee, das ist ja eine Höhle, glaube ich, gewesen. Herr Tares, ich weiß. Was gibt es denn hier noch alles? Nur Heilkraut, okay. Links... Nee, das ist ja die Höhle gewesen. Ich gucke nochmal eben, indem ich mal hier über die links springe. War das hier? Aber mal genau gucken. Meinte hier schon lang gegangen zu sein. Ah, nee. Okay, versteckt. Hier ist die ausgebrannte Hütte. Das ist doch etwas, was wir brauchen können. Und Varane, was habe ich denn eigentlich für eine Rüstung an? Ja, ich werde meine knochige Rüstung, eine Drachenjäger-Rüstung tragen, die ich aber hier oben finden kann. Sodele, eine leichte Drachenjäger-Rüstung. Ich bin gut ausgerüstet und speichern. So, und da sollte auch das Kräuterbuch irgendwo liegen. Aber ich bin der Meinung, ich könnte mal als allererstes die Baränchen mal... Okay, der hat mich schon gewittert. Okay, das ist also easy. Da brauche ich also nicht mit einem Pfeil und Bogen durch. Dann kann ich ja also die beiden ja schon mal auf einmal nehmen. Oh, da liegt eine Axt rum. Zack, Quatsch, du auch kaputt. Fertig aus. Gehäutet, gezogen und gekillt. So, da hinten liegt was. Parlans Kräuterbuch. Oh yeah. Somit also wieder eine Stopp, eine Quest. Doch, ich lese mal das Kräuterbuch durch, wenn ich es denn auf Anhieb finde. Schwarze Magie, es war ein lila Buch. Lila, letzter Versuch. Da ist es. Und wir lesen mal, was wir brauchen. Kräuterkunde. Die Kräuterkunde verlangt sorgfältiges Studium, Ausdauer und zum Wohle des Menschen einsetzen kann. Oh, das haben wir aber schnell gelesen. Ja. Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen hier um. Was ist? Außer einer fetten Axt. Ja, es ist hier noch was zu finden, zu sehen. Oh, schöner Ausblick auf Korinnes Oberstadt. So, was haben wir denn hier in der Ecke irgendwo noch? Irgendwas Verstecktes? Wie kommt mir das bekannt vor? Okay, hier ist nichts mehr. Ne? Alans Kräuterbuch. Ja, dann können wir ja nämlich auch gleich wieder zu Babbo runter. Dann können wir dem nämlich auch das Buch schenken, geben, überbringen. Und, gucken, ausgebrannte Hütte, hier brennt es ja immer noch ein bisschen nach. Kohle kann man immer gut gebrauchen für Schwarzpulverherstellung. Yep.
Und hier war doch noch eine Axt am Liegen. Verdammte Axt, wo bist du? Nicht nur ein rostiges Schwert. Wahrscheinlich weiter da oben. Und wo geht's hier rein? In eine Höhle. Kohle, Zange, Essenz der Heilung, Apfeltäbäckchen, oh, schön viele Sachen. Gut. Sonst noch was außer der Truhe? Lass mal speichern hier. So, und dann versuchen wir sie mal zu knacken. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Kompositbogen. Ist der besser? Gucken wir mal eben gleich. Ich kenne mich mit dieser Bogenreihenfolge noch nicht aus. Beziehungsweise, das kann sich auch kein Mensch merken. So, der ist gleich hier. Ne, da ist mein Eschenbogen besser, ne? 80. Ja, auf jeden. Auf jeden. Super. Dann haben wir diesen verkohlten Bereich auch schon abgegrast. Jetzt, ich glaube, da geht es nicht mehr weiter, ne? Da geht es sehr gut weiter, ne? Ich werde nochmal zurück und den normalen Weg gehen, damit ich Babo das Buch geben kann. Oh, hier noch was, hier noch was, hier noch was. Nö. So, da haben wir doch hier noch irgendwo noch was zu finden. Ich weiß das, ich fühle das, ich merke das. Ah, Mann. Wann kommt... Ah, eine rostige Axt, da ist er ja. Ja, was wollte ich denn sagen? Wann kommt die Glut? Ja. So, jetzt geht's hier nochmal rum und da nochmal rum. Hä? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Anhöhe. Naja, so Höhe ist das... Ah, die Anhöhe vom... Ja, okay, verstehe. Gut, dann haben wir hier die Brücke. Und dann gehen wir zurück zu dem Babo. Zum Babo. Aufpassen, dass mir hier nicht keiner, mir hier nicht irgendwer in die Kavere kommt. Ja, Feuernessel, lass ich in Ruhe jetzt. So. Nein, nicht feuern! Außerdem sollte ich doch noch in die Taverne gehen. Okay, das hat sich, glaube ich, erledigt. Wir haben aufgehört zu feuern. Gut. Da hinten sind doch die Komparsen. Babo. Hey. Ich habe dein Kräuterbuch gefunden. Hier ist es. Danke, damit hast du mir sehr geholfen. Wenn du mal Hilfe brauchst, frag mich ruhig. Vielleicht kann ich dir dann auch mal helfen. Ja. Gehst du jetzt ins Kloster zurück? Nur wenn die Orks vor dem Kloster weg sind. Eher nicht. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ja, die sind ja ziemlich Geschichte, Babo. Die Orks vor dem Kloster sind Geschichte. Ist das wirklich wahr? Natürlich. Und jetzt beeile dich. Meister Pyrokar wartet schon auf dich. Na, perfekt. Gucken wir mal, was hat denn das jetzt hier gebracht? Erfüllte Mission? Verlorenes Kräuterbuch, alles klar. Die haben wir auch erledigt, die Mission. Perfekt. Dragomir, zeig mir den Umgang. Ja, wie viele Bonuspunkte habe ich denn eigentlich? Bonuspunkte, Lernpunkte 45. Ah, da muss ich noch in Ruhe sinnieren, wohin ich denn meine Lernpunkte noch investiere. Aber zurück zu Corinnes. Und ich schalte mich ein, wenn ich, nur, also wenn ich da vor den Toren stehe. Ah ja, da steht ja wieder der Ork und Grüße an Invino Veritas. Wenn ich den doch mal gescoutet hätte, dann hätte sich dann herausgestellt, dass sich hier Tarok befindet. Dann wollen wir mal ansprechen, vielleicht hat er noch irgendwas für uns, weil ja eine Runenreise noch nicht komplett ist. Tarok, hey du, grüß dich. Ende. Tschüss. So, bevor ich durchgehe, muss ich mich natürlich wieder umziehen. Aber aufpassen, er könnte eventuell Scheiße bauen. Wenn ich irgendwie ihm gegenüber mit so einer Bettlerlumpenkleidung gegenüber trete.
Sodele erstmal umziehen. Und was müssen wir denn noch machen? Ach ja, richtig. Patsch. Und die Waffe weg. Waffe. Nee, die hatte ich ja gar nicht angezogen. Und was noch? Den Helm sollte ich am besten auch gleich ausziehen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, Helme, acht Getränken oder was? Oder wie? Ja, da ist er ja. Butsch. Hätte ich ja gleich so machen können. Gut, erstmal speichern. So, und nochmal leichten Übergang gemacht. Und dann gehen wir hier mal. Ich habe eine Waffe um. Scheiße, wieso denn plötzlich das? Wie kommt denn das? Geht nicht. Kann ich ja nicht machen. Oh, ach, da war ich so leichtsinnig. Rampeck, ach, hier sind ja noch ganzen Leute, die ich hier versammelt hatte. Aber wir wollen ja zu einer Kneipe und den Homer suchen. Homer, hm? Homer, jetzt weiß ich nicht, wo die Kneipe ist. Wo waren die nochmal? Am besten nach dem Wimpel suchen. Hier, Bier. Hier, Bier. So. Da bist du ja, Homer. Warum Homer? Odyssey, Schliemann, Troja, irgendwie. Aber er ist ja hier. Ein lustiger Typ. Welchen Vorteil im Erzbaron? Achso. Ich habe was für dich. Ich habe was für dich. Was? Na, ein Unterschlupf. Khaled wäre bereit, dich aufzunehmen. Khaled, mein alten Kumpel aus Stemintal. Wo hast du den denn aufgetrieben? Du scheinst ja hier eine ganze Menge Leute zu kennen. Aber zu deiner Frage. Khaled befindet sich auf Onas Hof. So? Und was macht er da? Er macht dort denselben Job wie Grant bei den Ork-Söldnern. Er ist der Boss von Onas Söldnern. Interessant. Vielleicht sind ja auf Onas Hof noch ein paar andere Kumpels von mir. Aber gibt es dort auch was zu trinken? Denke schon. Aber wenn du mich fragst, solltest du die Finger vom Alkohol lassen. Hm, hast ja recht. Na schön, ich überlege es mir. Gut. Also, gehst du jetzt oder nicht? Ja, ich gehe. Ich mache mich so gleich auf den Weg. Kannst mich ja mal dort besuchen, wenn du willst. Vielleicht. Mach's gut. Ja, okay, das ist noch zu weit weg für ihn. Wie auch Alan Dufont geschrieben hat, die gehen erst dann los, wenn es für die in der Reichweite ist. So habe ich das verstanden. Aber jetzt höre ich die ganze Zeit jemanden labern. Und zwar ihn hier dahin. Zordian. Wir wissen nur, dass ein verfluchter Diener Innos in den heiligen Tempel eindrang und Beliar wieder den Sieg. Okay. Dann erzählt mir nichts mehr. Ja, dann haben wir Homer eventuell auch geschafft. Das gucken wir nochmal an. Der erfüllte Mission, da ist Homer erfüllt. Perfekt. Speichern. Gut. Dann gehen wir mal wieder zum Marktplatz. Jetzt müsste ich doch noch irgendwie was mit Grant machen. Der ist ja hier auch irgendwo stehend. Der Grant. Nee, das ist ein Ork-Söldner. Wo war denn der nochmal? Nee, der ist ja in seiner Butze oder wie oder was. Ach, jetzt muss ich mal sinnieren. Ja. Einfach nur mal ins Logbuch gucken und gucken. Grant gab mir den Auftrag, den Söldner Scott aufzusuchen, der in Orlans Taverne Quartier bezogen hat. Grant will von Scott wissen, wie die Lage vor Ort ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Taverne damit gemeint ist, in der mich jetzt teleportiere. Und zwar in diesem Aufzug und hoffe darauf, dass ich hier nicht... gucken wir erstmal hier, ob das die richtige Taverne ist, dass ich hier nicht angegriffen werde. So, zur toten Harpie. Hä? Orlans Taverne, ist die das hier nicht? Das hätte ich dir vorher sagen können. Warum? Das ist dann tote Harpie. Zur toten Harpie. Guck. Hallo Ort-Söldner. Hallo Scott. Ja, dann ist er das. Und dann bist du Orlan. Nee, du bist ein Adept. Okay, ist ein bisschen verwirrend. Aber tote Harpie ist Orlans Taverne. Gut zu wissen. Ich glaube, ich lasse mal die Sachen hier liegen. Lass uns erst mal abwarten, was daraus wird. Okay, Scotty, beam me up. Nee, Quatsch, hallo. Hallo.
Verschwinde, du störst. Mhm. Wie sieht es aus? Ah ja, okay. Was geht dich das an? Verschwinde, sonst werde ich dir Beine machen. Verstanden? Jetzt komm mal wieder runter. Grant schickt mich. Grant? Das kann ja jeder behaupten. Kannst du das beweisen? Ich sage nur ein Wort. Gelder. Ja klar. Du kennst unser Kennwort? Na, dann muss ich dir ja wohl glauben. Grant will wissen, was los ist. Warum schickst du ihm keine Nachricht? Würde ich ja gerne. Doch leider geht es nicht. Und warum nicht? Ich habe Harrow, einen unserer Männer, vor ein paar Tagen auf Kundschaft geschickt. Er sollte mal im Norden rauskriegen, wo die Banditen ihr Hauptquartier haben. Aber die Mistkerle scheinen ihn wohl erwischt zu haben. Auf jeden Fall ist er nicht mehr aufgetaucht. Wo genau sollen denn die Banditen ihr Lager haben? Mann, das weiß ich doch nicht. Blöde Frage. Sonst hätte ich ja wohl kaum Harrow auf Kundschaft geschickt, wenn ich das wüsste. Aber du musst doch zumindest eine Vermutung haben, wo das Lager ist oder nicht. Na klar habe ich eine Vermutung. Der Weg in den Norden führt über eine Brücke. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kerle dort irgendwo auf der Lauer liegen. Dort irgendwo müsste auch Harrow sein, falls er noch am Leben ist. Ja, falls er noch am Leben ist. Lagebericht. Scott berichtete mir, bevor er, ich weiß nicht, kann er gerade keine Nachricht geben. Das heißt also, ich muss nach diesem Harrow suchen. Oh, tolle Nummer. Im Norden. Dann gucken wir mal. Speichern. So, das heißt also in Richtung Norden gehen. Daran wird sich nie was ändern. Ja, in Richtung Norden gehen. Dann gehen wir mal hier lang. Jo. Gucken wir mal. Das ist ja wohl richtig. Richtung Kloster? Gucken wir mal rum. Was? Ach so. Kacke. Greifen mich an, nur weil ich scheiße aussehe. Mann, oh Mann, oh Mann. Muss ich mich wieder umziehen? Wenn die mich angreifen, nur weil ich scheiß Klamotten anhabe? Mein Gott, was sind das für Spießer? Okay, ich habe ja nichts an, keine Waffe. Vielleicht sollte ich dann auch gleichzeitig mal eine Waffe ziehen. Oder erstmal nur ein Säbel, ein Degen. Oh ja. So, was ist denn hier Blaues? Ja, ich habe es auch gesehen. Irgendwas Blaues, noch was Blaues. Eine waldige Beere. So, Richtung Norden noch eine Waldbeere. Und wir haben hier Gelegenheit zu beten. Ein schwerer Ast. Noch ein schwerer Ast. Wieso sind denn so viele Goblin-Äxte hier? Versteht das einer? Sind noch Überbleibsel von irgendwelchen Angriffen. Und hier können wir mal eine Runde beten. Das machen wir mal. Beten und spenden Geschicklichkeit. 100 Goldstücke für einmal Geschicklichkeit. Das ist doch schön. So, Harrow. Soll bei den Banditen sein. War doch hier Richtung Norden, denke ich mal. Mal gucken. Jo, gucken wir nochmal sicherheitshalber nach. Ja, wir sind in Richtung Norden. Das ist gut. So. Ich habe irgendwie so ein dummes Gefühl, als wäre ich hier schon mal gewesen. Ja, mit einem Seitensprung zum Beispiel. Und, das ist immer so lange her. Okay, hier ist der Fluss und hier sind die Lurkerchen. Ja, das Problem habe ich immer noch nicht beseitigt, liebe Leute. Ich weiß, ich habe freundliche Kommentare gekriegt, wie ich die Lurker killen kann. Ah, manchmal bleibt hier jetzt noch ein bisschen hängen. Hier ist noch eine Innos-Statue. Nur, da noch irgendwie zu beten, bringt nichts. So, ich will erstmal gucken, ob nicht irgendwo der Harrow... Die Banditen habe ich ja erledigt gehabt. Der Harrow hier rumsteht. Weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Kann ich nicht sagen. Zum Beispiel eine leere Feuerstelle, ne? So. Obwohl meine Gehirnknospen, meine alten, sagen mir, dass ich schon mal auf einen Harrow... Nee, mit dem habe ich gar nicht geredet.
Leute, Leute, Leute. Irgendwas ist hier. So, da ist ja das Tor zur Brücke. Okay. Mal gucken, den anderen Weg nochmal abchecken. Nicht nur Blauflieder. Bin doch auf dem richtigen Weg, oder nicht? Kurzer Zwischenbericht, ich stehe hier vor dieser Brücke und bin mal nach links gegangen, ein paar Kräutertjes gefunden und hier ist was. Eine Armbrust. Was für eine Armbrust? Gucken wir doch mal gleich nach. Hier, Armbrust, benötigte Stärke. Orksche Armbrust, okay. Was gibt's noch? Bolzen? Und da liegt auch noch ein Knochenskelett, ja. Ein Knochenskelett herum, wobei ich nicht weiß, ob das Harrow ist. Ich kann das mir nicht vorstellen, weil... Wasser. Weil Harrow ja garantiert noch nicht so lange verendet ist. Wenn er denn verendet sein sollte. Ja, nee, das ist jetzt hier nur so ein... Ah! Ich glaube, ich habe vergessen, bei der Neuinstallation nochmal den WG-Patch zu installieren. Das musste ich noch nachholen. Die Ruckler aufhören. Ja, also, das war nix. Ah, ja, ist ja gut. Feuerkrauten. Ich melde mich wieder. So, diesen Weg muss ich mir hier merken. Ist ja so eine Weggabelung. Hier rechts war ich schon, da war nix. Und genau hinter diesem linken Stein komme ich. Das werde ich aber später machen. Genau auf die andere Seite, wo ich die Lurker erledigen kann, an der ich zuerst nicht vorbeigekommen bin oder nicht erst rangekommen bin. Da muss man also hier linker Hand oben ein bisschen wandern und dann kommt man da hin auf die Seite mit den Lurkern. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach Harrow. Ja, ich befinde mich hier bei der Pyramide, hab oben alles abgeklappert, geguckt und ich weiß, hier waren ja die ganz vielen Banditen, die ich ja mit Dragomi gekillt habe und jetzt fällt es mir siedend heiß ein, dass Harrow bestimmt irgendwie auf dem Weg hier verwest sein müsste, denn, liebe Leute, ich habe einen Brief von Harrow gefunden. So, den habe ich auch wohl schon durchgelesen, aber irgendwie ist das nicht eingetragen worden. Ich habe das Lager der Banditen gefunden, liegt direkt hinter der Brücke. Leider sind die Kerle dabei, die Palisade an der Stelle zu errichten. Wenn die Mistkerle damit fertig sind, kann ich nicht mehr zurück. Werde daher auch versuchen, in der Nacht rüberzukommen. Hoffentlich gelingt es, sonst bin ich dran. Harrow, habe ich also schon gelesen. Mein Gott, das ist mir völlig entfallen. Und gucken wir nochmal eben kurz ins Logbüchlein rein. Lagebericht, Scott berichtete er mir... Ja, Harrow. Okay, ich verabschiede mich. Jetzt braucht ihr ja keinen Kommentar bezüglich Harrows zu schreiben. Gebt mir einen Daumen und schreibt aber trotzdem einen Kommentar. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge, euer David.